Ladies und Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Minecraft Pixelmon. Und tja, ich habe mich dafür entschieden, die Flucht anzutreten, den Rückweg anzutreten, weil mit einem Brot werde ich es nicht schaffen, hier nochmal lebend irgendwo hinzukommen. Und damit ihr euch diesen extrem spannenden Rückweg nicht mit antun müsst, verwende ich einen klitzekleinen Trick. Aufgepasst, 3, 2, 1 und voilà, da bin ich wieder. Tja, ich habe mal gerade ein bisschen Hardgas gegeben und bin auf direktem Wege zurückgelaufen bzw. geschippert zu unserer Heimatinsel und ja, auf dem Rückweg ist nichts weiter passiert. Ich habe hier und da noch so zwei, drei Aprikokos eingesammelt, habe mein letztes Brot gegessen und bin richtig hart am Sack, wie man sieht. Und was haben wir denn hier? Wir haben zwei rote, zwei blaue, zwei gelbe, sechs pinke und zwei grüne. Das ist sehr, sehr gut. Was haben wir noch? Wir haben einen Donnerstein. Moment, Leafstone Shard haben wir hier einen. Wir haben noch drei weitere gefunden. Das tue ich mal daneben. Was haben wir hier noch? Hier so ein paar Mushrooms. Seeds kann ich eigentlich gleich mal einpflanzen. Ich tue hier mal gerade so ein bisschen Kram rein. So, das könnte ich eigentlich mal stacken. Das kann hier neben. Das ist irgendwie unterschiedliche Kohle. Okay. Charcoal, Coal. Achso, daraus können wir uns mal ein paar weitere Fackeln machen. So. Boah, wir haben es geschafft. Hätte ich ehrlich gesagt nicht unbedingt mit gerechnet. Okay, ich hoffe. Ich hoffe wirklich sehr, dass unsere Felder hier am Rande etwas geworden sind. So, wo hatte ich das denn nochmal aufgestellt? Das war hier, oder? Na, großartig. Das hatte hier richtig gut funktioniert. Die Felder, die brauchen anscheinend noch ein bisschen. Ja, gut. Ich habe gerade so leichte Hungerängste. Könnte es vielleicht sein, dass hier nichts passiert ist, weil der Chunk die ganze Zeit nicht geladen war? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall brauche ich definitiv mehr zu fressen. So, vielleicht sollte ich hier nochmal ein paar mehr Fackeln anbringen. Das wäre vielleicht mal eine Möglichkeit. Okay, unser Essensproblem ist noch nicht gelöst. Ich bin aber ziemlich optimistisch, dass wir das in Bälde hinkriegen werden. Theoretisch muss so eine Ladung ja nur einmal durchkommen, dann sieht das ja schon mal recht gut aus. So, was ich jetzt gerne machen wollen würde, ich würde mal gerne gucken, ich schnappe mir mal eine rote und eine blaue Aprikoko. So, kann ich die Sachen hier jetzt einfach einsetzen? Zum Beispiel hier, geht das? Es geht. So. Okay, dann würde ich sagen, pflanzen wir mal hier gerade ein paar Aprikokos ein. So, dann nehmen wir uns natürlich noch eine grüne, eine gelbe und fünf pinke.
Wir behalten mal von jeder Sorte 1. So, packen wir hier mal eine grüne hin. Hier kommt eine gelbe hin. Gut. 1, 2, 3, 4. Und tun wir hier was rein. Okay. Ich würde mal sagen, Problem Nummer 1 haben wir gelöst. Wir haben nur noch Aprikokos. Nun würde natürlich noch ein Pokémon-Center fehlen. Das ist natürlich nicht gerade unwichtig und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, ein bisschen farmen zu gehen. So, warte mal, ich gucke mal gerade nochmal nach. Was brauchen wir denn nochmal für diesen Healer? 4x Eisen-Ingot, 4x Aluminium-Plate. Wie mache ich die nochmal? Aluminium-Plate. Ich will nicht wissen, was ich daraus mache, ich will wissen, wie ich die mache. Aluminium Plate. Ich glaube, das war einfach nur Aluminium Ingot mit dem Hammer auf dem Amboss Kleinschlangen. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, aber ich meine, so war das. So, die 4 Eisen haben wir. 2x Aluminium. Okay, da bräuchten wir doch mindestens 2. Und was war das letzte? War das ein Diamant? Das war tatsächlich ein Diamant. Okay, das bisschen Aluminium dürfte kein Problem sein. Diamant eventuell schon eher. Oh, Alter, die wachsen ja ziemlich schnell. Vielleicht sollte ich hier gerade noch ein bisschen ausleuchten. Oh, warte mal. Vielleicht hilft das denen ja so ein bisschen. Habe ich natürlich nur noch eine Fackel. Genau, das heißt, ich werde mich jetzt in eine klitzekleine Offscreen-Farm-Session begeben. Unten in der Mine werde einfach nur ganz langweilig Strip-Mining betreiben, bis ich ein bisschen mehr Aluminium und ein paar Diamanten gefunden habe. Und dann werde ich mir einfach hier einen Healer hinbauen. Dann haben wir uns quasi die Aprikokos und den Healer hier hingeholt und können endlich mit unserem Bisasam weitermachen. Und tja, ich würde mal sagen, das Ergebnis der Farm-Session, das seht ihr in 3, 2, 1. So, und da bin ich auch schon wieder zurück. Ich habe ein bisschen was gefarmt. Wie man zum Beispiel sehen kann, hier ist jede Menge Eisen. Und wenn ich diese zweite Truhe öffne, die ich hier ganz sporadisch hingestellt habe, sieht man hier auch noch mehr Eisen, noch mehr Aluminium, einiges an Redstone und 4 Diamanten. Und wenn ich mal so rausgucke, unsere Aprikoko-Sachen, die machen sich ziemlich gut. Ich kann mir gerade diesen einen Samen schnappen. Ich habe nämlich, wie man auch an meiner Hungersleiste sehen kann, mich ein bisschen mit der Nahrung beschäftigt. Nice. Ja, das ist natürlich das Blöde. Ihr seht, das Feld ist ein bisschen größer geworden. Die Pokémon trampeln da blöderweise immer ein bisschen drauf rum. Besonders wenn die sich gegenseitig kaputt kloppen. Freunde, das ist nicht gut, was ihr hier macht. Ja, also die Felder, die büßen doch hin und wieder mal an ein bisschen Platz ein, sage ich mal. So, zack. Ich werde mir da irgendwie noch überlegen, ob ich da irgendwie einen Zaun drum baue oder das mache ich aber nicht jetzt, das mache ich irgendwann. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich meine Essenskrise überwunden habe. Dass ich hier Aprikokos hingebaut habe. Hier können wir zum Beispiel mal wieder ein bisschen was ernten. Guckt euch das an, wie herrlich. Oh, ist das toll.
So, die hier, die müsste auch bald fertig sein. Die blaue können wir hier nicht direkt mal wieder einpflanzen. So. Die rote und die gelbe pflanze ich auch mal hier beide ein. Hier können wir zum Beispiel noch eine rote hin tun. So, und hier tut sich doch mit Sicherheit noch eine gelbe ganz gut. So. Also unsere Essensproduktion läuft und unsere Aprikoko-Produktion läuft auch. Und irgendwie ist die Musik gerade ein bisschen laut. So, die Frage ist nun, kommen wir zurück zu dem Healer. Wir brauchen 4 Iron Ingots und 4 Aluminiumplatten. Okay. 1, 2, 3, 4. 4 Aluminiumplatten. Gucken wir doch mal, ob meine Theorie stimmt. So, wenn ich mir jetzt hier ein Aluminiumstück nehme und es hier drauflege. Und dann nehme ich mir den Hammer. Mache ich das richtig? Okay, ich mache es scheinbar richtig. Okay, ich würde mal sagen, wir haben was zu tun. Es ist übrigens erstaunlich, ich habe im Untergrund wesentlich schneller die 4 Diamanten gefunden als Aluminium. Also Aluminium hat echt gedauert, bis ich das gefunden habe. Die 4 Diamanten hatte ich recht schnell. So, aufgrund der vielen Cuts wird die zweite Aufnahmesession auch nur diese dritte Folge beinhalten. Und es könnte sein, dass ab nächster Session, also ab Folge 4, ein erster Gast mit dabei ist, denn es hat sich schon jemand gemeldet. Aber ich möchte nicht zu viel versprechen, vielleicht spielt die Technik uns auch einen Streich, aber es könnte sein, dass ab Folge 4 jemand dabei ist. Mal gucken. So. Dann snack ich mir jetzt mal einen Diamanten. Okay, dann haben wir eigentlich alles. Den haben wir, den tue ich mal hier mit rein. So, ich gucke noch mal nach. Einen Healer. So, so und so. Okay. Also, hier. Hier und hier. Kann ich den jetzt hier einfach so hinstellen? Oh, jetzt bin ich gespannt. Bisasam. Bisasam! Bisasam ist back! Bisasam ist back! Wunderbar, ich bin begeistert. Bisasam ist zurück, oh yeah. Bisasam ist zurück, oh yeah. So, wir können hier wieder ein bisschen pflücken gehen. Holy moly, pepperoni! Guten Tag, Kangama. Boah, schön, dass das endlich funktioniert. Alles klar, dann haben wir ja quasi echt alles geschafft, was ich schaffen wollte. Wenn ich jetzt rausgehe, werde ich bestimmt megamäßig hart wieder angegriffen. Wie kann ich dieser Samen eigentlich raus und rein schicken? Kann ich dieser Samen irgendwie... Hui. Aha. Okay, wie kann ich den Bisasam jetzt quasi werfen eigentlich? Das hätte ich mir vielleicht mal vorher angucken sollen. Wie kann ich denn... Moment. Vielleicht E? Nee. Hier vielleicht? Vielleicht hier? Nein, wie kann ich... Also, ich weiß, wie ich Pokébälle werfe, aber wie werfe ich denn quasi Pokémon, die ich schon dabei habe? Und was mache ich eigentlich, wenn ich 6 Pokémon gefangen habe? Ich brauche doch irgendwie so eine Art PC, um die Pokémon zu verwalten.
Ich glaube, das werde ich mir bis zur nächsten Session mal angucken, wie das gehen soll. Wir werden uns dann wahrscheinlich auch schon die ersten Pokebälle craften. Ich würde aber gerne noch wissen, wie greife ich denn jetzt an? Wie Commands. Nee, das meinte ich jetzt nicht. Okay. Vielleicht so. Nee, das war jetzt irgendwas bei der Map. Verdammte Scheiße nochmal. Wie werfe ich denn mal dieser Sam? Ja. Wie könnte es denn funktionieren? Ich würde fast sagen, das finde ich in der nächsten Aufnahmesession raus, wo ich dann den ersten richtigen Pokémon-Kampf mit Bisasam bestreite und wo ich auch die ersten Pokébälle mache. Was mache ich eigentlich aus diesen gelben Aprikokos? Mache ich da irgendwas Sinnvolles draus oder habe ich jetzt irgendwie einen Crap mitgebracht? Davon haben wir auf jeden Fall ziemlich, ziemlich viele. Was ich auch schon mal eigentlich machen kann. So. Verdammt, wie ging das nochmal? Moment, ich muss mal was ausprobieren. Ich brenne mal gerade das hier. Ach ja, stimmt, was wir uns mal gerade machen könnten. Eine komplette Eisenrüstung. Einfach mal, weil wir es können. So, und das Helmchen fehlt, glaube ich, noch. Zack, dann tun wir das Eisen mal wieder hier rein. So, zack, zack und zack. Sehr gut. Ach, wisst ihr was? Und weil wir es können, wir machen uns auch noch ein Eisenschwert. So. Dann brauchen wir dieses olle Steinschwert nicht mehr so wirklich. So, was ich gucken wollte, macht man hieraus die Knöpfe, genau, die brauchen wir nämlich für Pokébälle. Das tue ich auch mal hier rein. Die Knöpfe, wir machen nämlich quasi aus Iron, was wir klein hauen, aus Aprikokos, die wir klein hauen und aus Knöpfen. Also zum Beispiel so ein rotes Aprikoko, klein gekloppt, kommt oben hin, Eisen unten und Knopf in der Mitte. Und daraus entsteht dann quasi ein Pokéball. Wir können ja mal gerade den Test machen. Ich meine, ich habe ja Zeit. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie lange diese Folge schon geht. So, wir schnappen uns einfach mal hier von jedem etwas. So, zack, zack, zack. Okay, vielleicht war es doch nicht so. ging das nicht irgendwie so? Scheiße, musste ich nicht auf den... Verdammt. Okay, warte mal. Also so war es definitiv nicht. Okay, warte mal. Wir haben es gleich. Pokéball. Aluminium. Ach, wir brauchen... Okay, Moment. Iron Base. Wie mache ich denn das? Pokéball Lit? Das kloppe ich doch auch klein, oder? Ging das nicht so? Das habe ich ja nicht. Verdammt, ich muss es doch noch nachgucken. Ich hätte schwören können, ich kloppe das auch irgendwie klein. Ich... Warte, das ist schon so ewig her, dass ich das das letzte Mal gemacht habe. Okay, bevor ich mich hier weiter blamiere, ich werde es nachgucken, wie wir Pokébälle machen, wie wir unser Bisasam raushauen. So, du. Dich tue ich mal wieder hier rein. Wir könnten theoretisch noch... Das kann ich noch mal gerade schnell machen. Wir werden auf jeden Fall eine bessere Hoe brauchen. Ich mache mir schon mal eine Eisenhoe. Das werden wir auf jeden Fall brauchen. Und ich glaube, eine...
dein Axt könnte auch nicht schaden. So, und eine Stein... Was mache ich denn hier? Und eine Steinschaufel mache ich auch mal gerade. So. Okay. Wie sieht es aus? Das hier kann ich wieder mitnehmen. Daraus kann ich gerade noch mal Knöpfe herstellen. Ganz, ganz, ganz viele Knöpfe. Die werden wir auf jeden Fall brauchen. Gut, dann würde ich mal sagen, das war die zweite Aufnahmesession von Minecraft Pixelmon. Und es könnte, wie gesagt, sein, dass in der nächsten Session schon jemand mit dabei ist. Ich werde mich auf jeden Fall mal schlau machen, wie ich mein Bisasam rausschicke und wieder reinhole, was da für die Tasten sind und wie man Pokebälle herstellt. Und dann werden wir in der nächsten Session mal hier gucken, dass wir hier auf der Insel ein bisschen trainieren. Unser Bisasam muss schließlich stärker werden. Und dass wir uns vielleicht schon ein paar neue Mitglieder in unser Team holen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, bis dann. Ciao. Ah.